Montage einer Phenom-Innenfensterbank mit Montagekleber MS. Für die Montage werden benötigt Montagehilfen, 3 mm Korkdistanzen, Phenom-Montagekleber MS und ein Dehnfugenband. An Werkzeugen sind erforderlich ein Maßband, Akkuschrauber mit Kreuzbit oder Schraubendreher, eine Kartuschenpresse, eine Wasserwaage und Keile. Das Parabett tragfähig und hohlraumfrei vorbereiten. Die Klebeflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Die Montagehilfen am Basisprofil bzw. Blendrahmen vom Fenster befestigen. Bedarf 3 Stück je Laufmeter. Nach oben hin dient der Fensterstock als Anschlag. Zum Dehnungsausgleich der Fensterbank wird beidseitig ein ca. 5 mm starkes Dehnfugenband aufgeklebt. Korkdistanzen doppelreihig im Abstand von ca. 30 cm anbringen. Anschließend den Helopal-Montagekleber MS raupenförmig aufbringen. Die fertige Kleberstärke soll zwischen 3 und maximal 8 mm liegen. Die Phenom-Fensterbank von oben auf die Montagehilfen drücken und unter den Fensterrahmen einsetzen. Die Fensterbank mittels der Keile eben oder mit leichtem Gefälle nach vorne einrichten und fixieren, bis der Montagekleber ausgehärtet ist. Zum Schutz der Oberfläche die Fensterbank nach der Montage mit Folie oder Karton abdecken, bis die Putzarbeiten abgeschlossen sind. Detaillierte Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite sowie in den mitgelieferten Tipps und Empfehlungen.